Lutschen, 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 lutschen. Das klingt nach einem sehr hochwertigen Kommentar. Ja, also ich würde ihn auch ganz hochwertig einstufen. Möglicherweise Wahrscheinlich sogar der hochwertigste bisher überhaupt. eines So, der ne? Zitate dieses Jahrhunderts. Ja. Bald erwähnt neben Einstein und Konsorten. Mann, zieh doch nicht davon. Ich glaube, der Typ ist nur offen und lutschen. Vielleicht ist das ein Kommentar, wenn du klicke. Siehst du nicht, wie er sein Smartphone da vor sich hin schleudert, um hochwertige Kommentare zu verfassen? Stimmt. Da, ich sehe es, ja. Tja, dieses Mal werde ich es mir allerdings nicht nehmen lassen, beide irgendwie zu meucheln. Na, King. Bevor ich die ganze Pause snacken. Hey, Schatzi, nicht traurig sein, mein Schatz. Ja, schön von hinten. Schöner Kommentar. Man hat gerade zwei nicht mehr ganz menschliche Leben das Licht ausgeblasen und sagt, ah, okay. Ja, sicher. Geh erstmal links bitte ran vorbei. Da waren auch nur so zwei Leuchtdinger. Ja. Vielleicht ist auch mal was im Ausland. Vielleicht auch nicht. Die ist eine Buddel. Ich dachte, ich habe gerade noch was gehört. Nein, das war Kiwi. Ja. Katzen sind so wundervoll. Ich hätte auch gerne so einen schönen Pelz. Ich würde den auch bestimmt ganz doll pflegen. Ja. Ich bin mir sicher, wenn du lange noch wachsen lässt, dann könnte dein Wunsch wahr werden. Meinst du? Aber ich habe dann keinen Schweif. Alles machbar, habe ich gehört. Ich habe irgendwann mal gesehen, dass es Plastik und Kunststoffschweife gibt. Ich werde dir allerdings nicht verraten, wie die halten. Das musst du im Internet schauen. Ach so. Ich lasse die Katzen dann noch googeln. Ja, das machen sie sicherlich richtig. Ach, die Tür auch mal. Sehr gut. Okay, Hubschrauber. Auf geht's. Ja, jetzt wird sie mit dem Hubschrauber fliegen, oder was? Nein, ich glaube, sie erwartet eine Erste-Hilfe-Ausrüstung in dem Hubschrauber. Ach so. Gut, ist in einem Militärhubschrauber vielleicht möglich. Werden wir natürlich erst dann wissen. Oh, wieder eine weitere wunderschöne Notiz. Oh nein, es ist keine Notiz. Ein Memo. Interessant. Was auch. Ja, der Helikopter. Klettere zum Hubschrauber. Tja.
Eine Kraxeleinlage ist hier wieder gefordert. Bin mir sicher, hier wird Achsen X zusammenbrechen oder sonst irgendwas. Wir haben einen Szenenwechsel. Dann kann ich mir auch mal ganz kurz ein neues Wasser holen. Natürlich, Wasser. Wie immer. Warte, die Soldaten sehen doch, dass sie nicht rennt. Mhm, jetzt wollen wir noch in der Karussell fahren. Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her! Nein, du schaffst das, los! Oh Mann, das ist irre! Das ist toll, ich darf Karussell fahren. Och, und ich bin in diesem Eisenrad. Okay, warte. Zur Party kam. Die kalte Schulter. Hier, für dich. Fandest du, gibt es auch so lustig wie ich? Weißt du, du könntest gleich wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenne dich doch. Ich meine ja nur. Ich meine ja nur. Okay, bist du bereit? Bereit. Ah, super. Ah! Sehr gut, der war gut. Den würde ich auf jeder Party erzählen. Bis jetzt der Beste. Ja.
WTF. Weil es so ernüchternd war. Ich spüre, wie das Leben aus mir weicht. Klar doch, das habe ich schon oft erlebt. Das war's, das ist der ganze Pilzhaus. Pilzhaus. Abendzeitungsschlagzeile. Comiczeichner tot aufgefunden. Tatumstände noch skizzenhaft. Ja, er ist cool. Oh Mann, ich liebe das Buch. Wie bezeichnet man einen ausgehungerten Vampir? Okay. Was macht ein Hacker am See? Ich bin mir relativ sicher, dass die nicht mehr so ganz wissen können, was Fischen überhaupt ist. Wahrscheinlich nicht. Und das Zeitalter des Internets haben die nicht so richtig erlebt. Kickerkämpfe, die sind angenehmer. Ja. Der Foto. Mann, die haben sich einfach zu machen gebracht. Ey, das müssen wir ausprobieren. Von wo sieht sie ein Foto auf dem Arm? Dort. Da sitzt jetzt ein Kicker drin. Wow. Kicker zum Fotobomben würde. Ja! Okay, jetzt ganz sexy. Sexy. Ihr wisst, was sexy ist? Oh, schon fertig. Okay. Oh, die sehen toll aus. Facebook. Tja, ich bin mir relativ sicher, posten bei Facebook wird schwierig. Ja. Seit Mark Zuckerberg selbst hat dafür gesorgt. Okay, jetzt ich. Alle
Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Untätigkeit kostet Leben. Warum stimmt ihr nicht? Ja, das wäre viel besser. Na, sagen Sie sich prügeln oder was? Wird sich prügeln, hä? Ich glaube, sie will eher Hip-Hop tanzen, wie das aussieht. Ja, geh schön weg. Wow, schau dir das an. Sie bewegt sich von alleine. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich hab's doch gesagt. Hier soll keiner mehr an. Doch. Kannst du mich zumindest da hinsetzen? Leichte Macke. Airhockey! Lass uns Airhockey spielen! Da! Oh. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt! Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gerne damit spielen. Kannst du doch. Hey. Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Damit bewegst du dich. Damit bockst du, damit trittst du zu. Zum Blocken den. Zuerst willst du dein Kern. Du spielst als die unaufhaltbare, rallenschwingende, umwerfend schöne Engine. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Hey, sorry. Uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Black Fang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit und wie? Wunderbar. Kampf. Black Fang passt auf dich zu. Schlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Du hast ihm so richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet dir 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du hast den Ellbogen hoch, gerade als er jetzt. Rutscht zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell konnte mit einem Himmelsheber. Er hat sich wieder einen Schaden. Und oben Block und trifft einen. Na, Block. Geschafft. Vorwärts und jetzt ein. Hallo? Was ist? Oh, ja.
Smack beschießen. Ja, aber jetzt hast du gewonnen. Mach ihn platt. Oh. Fatalities hier oder was? Der Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly Braut, Mann. Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich habe gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley!